Am 20. Juli 1976 landete das erste unbemannte Raumschiff auf dem Mars. Voller Spannung wartete die Menschheit auf die Beantwortung der Frage: Gibt es Leben auf diesem Planeten? Und jene, die niemals an die Existenz außerirdischer Wesen geglaubt hatten, fühlten sich bestätigt und sagten: Haben wir es nicht schon immer gewusst? Die anderen aber, die daran glaubten, verwiesen darauf, dass die Reichweite der besten Instrumente und Kameras eben nur bis zum Horizont geht. Und sie argumentierten weiter: Wenn die Marsbewohner eine Raumsonde zur Erde geschickt hätten, wäre es immerhin möglich gewesen, dass sie in noch viel öderen Gebieten gelandet wäre, zum Beispiel mitten in der Wüste Sahara. Trotzdem, nach diesem Test glaubte die Mehrheit nicht mehr an ein Leben auf dem Mars. Allerdings hätte das Experiment auch ganz anders verlaufen können, wenn das Raumschiff nur ein paar Meilen von dieser Stelle entfernt gelandet wäre. Und wem diese Interpretation immer noch nicht genügt, der mag sich statt des Mars irgendeinen anderen Planeten eines anderen Sonnensystems denken. Nur 23 Jahre später, im Januar 1999, sind die Vorbereitungen für die erste bemannte Expedition zum Mars nahezu abgeschlossen. Marswesen! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Wer ist das? Sieht aus wie David. David ist nicht der, für den Sie ihn halten. Lassen Sie mich los! Ein Marsianer? Geh in Deckung!